Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem TechNeeds-Kanal. Relativ lang ist es jetzt schon wieder her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wer aufgepasst hat, das letzte Video war ja das mehr oder weniger Einbauvideo von der Crucial MX300. Das war das letzte, etwas längere Video, das ist dann glaube ich 20 Minuten oder so geworden. Ja, das war jetzt ein etwas längeres Video. Wenn ihr es euch angeschaut habt, dann ist das natürlich cool. War jetzt ein bisschen länger, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber heute ist es wieder Zeit für ein neues Video und heute wird das eigentlich mehr oder weniger so ein kleines Infovideo. Nämlich möchte ich euch auf ein paar Themen mit euch reden und was das ist und um was es da geht, das seht ihr alles jetzt gleich nach dem Intro. Also viel Spaß! So, also ich habe mir schon überlegt, dass es wird jetzt nicht so lang dauern, aber ich will das ganze Video mal in drei Punkte einteilen. Und ich würde sagen, wir arbeiten jetzt mal schrittweise durch und dann passt das auch schon wieder. Also, erstmal Punkt 1, jetzt mehr oder weniger auch, warum ich mich jetzt nicht so lange gemeldet habe. Und für die Zuschauer ist das wirklich, mir fällt das auch auf bei anderen YouTubern, ist das denen dann ziemlich egal, weil die wollen einfach jetzt Videos sehen und ob das jetzt das ist ihnen meistens egal. Aber ich will das jetzt trotzdem kurz sagen. Nämlich, erster Punkt, natürlich mal schulische Sachen. Also es ist jetzt gerade, was haben wir heute, den 17. Mai und es ist gerade Schulendphase und 4. Klasse abschließen und alles. Und da habe ich natürlich jetzt noch einiges zu tun, also jetzt mal die letzten Schularbeiten und so. Und da gibt es natürlich noch ein bisschen was zu tun, aber das geht jetzt auch schon und dadurch habe ich jetzt mal wieder Zeit gefunden, ein kurzes Video für euch zu drehen. Und also erstmal schulische Sachen, aber dann gibt es noch den zweiten Punkt, nämlich habe ich auch ziemlich viele, also insgesamt glaube ich waren das jetzt 8 andere Videos gedreht, 8 andere Videos geschnitten, nämlich auch auf einem anderen YouTube-Kanal, ein paar haben es eh schon gefunden. Der YouTube-Kanal heißt The Blueberries und das ist der YouTube-Kanal von meiner Band, also ich spiele in meiner Band Keyboard. Und halt da habe ich für meine Band Videos geschnitten sozusagen, weil wir spielen da jedes Jahr da so einen Auftritt mit mehreren Liedern oder halt auch mehrere Auftritte. Und bei dem Auftritt hat mein Vater und so wieder zahlreich gefilmt. Also ich habe insgesamt jetzt 3 Kameraperspektiven von diesem ganzen Auftritt gehabt. Und das habe ich zusammengeschnitten, also alle 3 Kameraperspektiven und alles, also jedes Lied, was wir halt dort auch gespielt haben, zusammengeschnitten. Und das hat auch ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, das hat auch ziemlich lang gedauert. Die sind, glaube ich, jetzt in 4K, die Videos, also da bin ich auch relativ stolz drauf. Und ja, also wenn euch das interessiert, so Musik oder so Zeugs, dann verlinke ich euch den Kanal nochmal unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr vorbeischauen, da bin ich auch in dem Video dabei. Gut, und dann kommen wir auch gleich mal zu dem zweiten Punkt, nämlich habe ich mir etwas vorgenommen, weil es ist natürlich, wie ihr wahrscheinlich auch schon selber bemerkt habt, ist das Wetter in den letzten Tagen wirklich wieder super gut und der Sommer steht wirklich sozusagen vor der Tür und ich habe jetzt natürlich nicht so viel Zeit, trotzdem habe ich jetzt wirklich Bock auf ein neues Projekt, nämlich will ich sozusagen etwas kurzes starten, nämlich will ich wieder ein bisschen aktiver bloggen, weil mir hat das wirklich in London wirklich extrem viel Spaß gemacht, also wirklich jeden Tag so wirklich aktiv bloggen und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht in London, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn jetzt wieder cooles Wetter ist, da kann man wieder was unternehmen und da kann ich auch wieder richtig viel bloggen und das habe ich jetzt auch vor und ich habe sogar schon eine kleine Idee. Nämlich hätte ich vor, euch mal so wirklich einen kompletten Tag lang so in meinem Leben, also Schule und Nachmittag und so, wirklich euch einen ganzen Tag lang vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mitnehmen zu würden, dass ich euch da mitnehmen würde, also wirklich wieder mit meinem Gorillapod und so, dass ich euch da wieder mitnehme den ganzen Tag. Und aus meiner Sicht, das wäre wirklich eine coole Idee und ich würde mich da auf jeden Fall sehr drauf freuen. Mich interessiert es natürlich, ob euch das interessiert oder lieber mehr Technik oder mehr so Vlogs und so haben wollt. Und also, wenn ihr Bock auf sowas hättet, dann könnt ihr dem Video auf jeden Fall mal einen Like da lassen. Dann sehe ich natürlich auch,
ob ihr Lust auf so ein Projekt hättet, also da wieder ein bisschen mehr aktiver Vlogs. Also wenn ihr Bock auf Vlogs von mir hättet, dann gebt mal dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch und dann schaue ich, was ich in der nächsten Zeit so hinkriege. Gut, und dann komme ich noch auf Punkt 3 mit euch zu sprechen. Nämlich habe ich noch ein Projekt vor. Nämlich, wie ihr das vielleicht auch von ziemlich vielen anderen Technik-YouTubern kennt, nämlich so ein Q&A-Video, also ein Frage-Antwort-Video. Und sowas will ich eigentlich auch machen, weil ich hätte auch irgendwie Bock, eure Fragen so zu beantworten in so einem Video. Das ist, finde ich, aus meiner Sicht relativ cool, weil das ist dann irgendwie persönlicher, als wenn ich irgendwo, wenn ich auf einen Kommentar irgendwas reinschreibe, dann ist das irgendwie so unpersönlich. Und ich finde das selber auch cool, wenn halt, wenn man einen Kommentar schreibt und das dann derjenige halt in einem Video halt wirklich so beantwortet. Und auf das hätte ich natürlich, hätte ich auch Bock. Und da hätte ich halt vorgehabt, dass wir jetzt damit auch ein neues Projekt starten. Und das würde ich Frag Nils nennen. Und das funktioniert so, ich erkläre euch das jetzt kurz. Also ich würde dann wirklich auch eure Fragen in einem Video beantworten. Und wie könnt ihr die Fragen stellen? Also grundsätzlich könnt ihr die Fragen jetzt gleich besten auch schon unter dieses Video stellen, aber immer mit dem Hashtag FragNils. Also ich schreibe euch das kurz noch irgendwo hin jetzt. Hashtag FragNils. Und, da könnt, und nach diesem, mit dem Hashtag könnt ihr dann eure Frage an mich stellen und die beantworte ich dann nicht in den Kommentaren, sondern lasst die einfach so stehen. Und irgendwann dann so dieses Wochenende so, also wir haben heute Mittwoch und ich werde schauen, wenn ich es vielleicht dieses Wochenende schon hinbekomme, dass ich schon am Sonntag oder so mir halt die besten Fragen raussuche, vielleicht sogar alle, also wenn nicht so viele kommen, dann hätte ich natürlich auch Lust, dass ich vielleicht sogar alle Fragen beantworte, wird dann vielleicht ein bisschen länger, aber dass ich wirklich so gut wie auf alle Fragen von euch drauf eingehe. Und ja, also wirklich mit Hashtag FragNils und dann würde ich schon in einem Video eure Fragen beantworten. Und diese Fragen können jetzt wirklich alles sein, also zu Technikprodukten, zu Handys, was für ein Handy soll ich mir kaufen, gute Kamera, Mikro oder auch Privates über mich, also so alles Mögliche, was ihr halt von mir wissen sollt. Also ganz extreme Sachen nehme ich natürlich nicht rein, aber so normale Sachen beantworte ich natürlich, also und die Fragen suche ich mir daraus und würde die dann zusammen mit euch in einem Video beantworten. So, und eigentlich war es das jetzt eigentlich, ja, wir sind jetzt gerade bei 8 Minuten so. Und ja, also aus meiner Sicht, das waren jetzt schon mal diese drei wichtigen Punkte, die ich jetzt kurz hier in diesem Video mit euch drauf ansprechen wollte. Und ja, also wenn ihr wirklich Vlogs von mir wieder aktiver sehen wollt, dann könnt ihr dem Video auf jeden Fall mal einen Like da lassen oder halt für die Frag Nils Videos eine Frage unten oder auch mehrere Fragen unten in die Kommentare schreiben und die beantworte ich dann auch in einem Video. Und ja. Damit würde ich sagen, und natürlich würde ich mich natürlich wieder mal über ein Abo freuen, weil wir sind mittlerweile sind wir bei den 132 Abonnenten und es geht auch stetig voran. Also finde ich ziemlich cool, dass das hier so aktiv, dass ihr alle so aktiv dabei seid. Und ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Also macht es gut. Ciao.